herzlich willkommen. Heute möchte ich euch zeigen, wie man von chefkoch.de die Blätterteig-Tomatenquadrate zubereitet. Wir benötigen für 4 Portionen eine Packung Blätterteig, 2 Tomaten, am besten aromatisierte, etwas Milch zum Bestreichen, etwas Olivenöl, gehacktes Basilikum und eine große Knoblauchzehe. Bevor ihr nun anfangt, euren Blätterteig aus der Packung zu nehmen und in Quadrate zu schneiden, nehmt ihr erstmal eure Tomaten und schneidet sie in 1-2 cm dicke Scheiben. In etwa so. Sieht man nochmal von der Dicke. Und euren Knoblauch schneidet ihr auch klein in Würfelchen. Sodass ihr dann so kleine Knoblauchwürfel habt. Nun heizt ihr erstmal euren Backofen auf 180 Grad Celsius Heißluft vor. Nehmt euren Blätterteig und schneidet ihn in ca. 4x4 cm große Quadrate. Da ich etwas größere Tomaten habe, mache ich meine Teigquadrate etwas größer. Einfach schneiden. So. So. Und das dann mit dem ganzen Teig machen. Wenn ihr eure Quadrate dann fertig ausgeschnitten habt, legt ihr sie auf ein mit Backpapier belegtes Blech, bestreicht alle eure Quadrate mit etwas Milch, legt dann eure Tomaten darauf, sodass der Rand noch etwas frei bleibt und dann pfeffert ihr das Ganze noch. So, und das jetzt mit allen Quadraten machen. Wenn ihr eure Blätterteigquadrate dann fertig belegt habt, schiebt ihr das Ganze für 15 bis 20 Minuten in den vorgeheizten Backofen, bis die Ränder leicht gebräunt sind. In der Zwischenzeit eure Knoblauchwürfelchen, ein wenig gehacktes Basilikum, noch ein bisschen mehr und etwas Olivenöl in eine Schüssel geben und das Ganze etwas vermixen. Und so können eure Quadrate dann aussehen, wenn sie aus dem Ofen kommen. Nun streut ihr noch etwas Salz drüber. Dafür nehmt ihr am besten Fleur de Sel. Und gebt eure Basilikumpaste drauf. Und das macht ihr jetzt mit allen. Und so kann das Ganze dann fertig auf einem Teller aussehen. Und damit wünsche ich guten Appetit!